Im heutigen Exit-Tutorial zeige ich dir, lieber Zuschauer, wie du mit einfachen Schritten anhand von der Position des Mitarbeiters sowie dem Bonus den totalen Betrag errechnen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Du hast die Aufgabe von dem Chef bekommen, dass du von jedem Mitarbeiter das Endgehalt ausrechnen sollst. Hier ist das Problem jetzt aber, wir haben einen Bonus und natürlich hat jeder Mitarbeiter eine unterschiedliche Position im Unternehmen, das heißt also auch einen anderen Bonus jeweils. Und wir wollen uns das Ganze jetzt vereinfachen, indem wir erstmal hier auf der linken Seite auf den Bonus gehen, denn wir wollen jetzt uns eine Formel aufrufen. Wie machen wir das Ganze? Mit dem Gleichzeichen. Und jetzt sagen wir die Formel S-Verweis, Klammer auf, und jetzt fragt er uns nach dem Suchkriterium. Wir sagen natürlich die Position, Semikolon, jetzt fragt er uns natürlich nach der Matrix. Wir sagen also hier, das ist unsere Matrix, wo wir das Ganze beziehen. Wir sagen aber natürlich, das Ganze wollen wir fixiert haben, das heißt also mit der schönen Taste F4 haben wir das Ganze fixiert, dann wieder Semikolon. Dann fragt er uns natürlich den Spaltenindex und wir wollen ja den Bonus haben. Das heißt also Spaltenindex 2, Semikolon. Jetzt fragt er uns natürlich, soll das Ganze wahr, also ungefähr sein? Oder wollen wir das Ganze falsch haben und das Ganze genau machen? Das heißt also, wir wollen das Ganze falsch haben. Klammer zu und bestätigt das Ganze mit Enter. Haben die erste Formel aufgerufen und jetzt natürlich diese steht 0,15. Wir müssen das noch ändern und zwar als Prozent. Klicken also hier oben rauf. Und haben das Ganze jetzt geändert. Im nächsten Schritt ist jetzt natürlich so, dass wir das Ganze übernehmen wollen in die anderen Spenden. Das heißt also Doppelklick und haben das auch erledigt. Jetzt wollen wir das Ganze als totales Gehalt haben. Das heißt also, wir müssen wieder die Form aufrufen. Sagen natürlich jetzt hier, dass wir es erstmal jetzt mit dem Einkommen haben wollen. Dann natürlich multiplizieren wir das Ganze. Klammer auf. Natürlich mit dem Bonus plus 1. Klammer zu und bestätige das Ganze auch wieder hier an dieser Stelle mit dem Enter. Kannst du sehen, dass wir jetzt einen Bonus mit eingefügt haben und das Ganze ausgerechnet haben. Natürlich wollen wir das Ganze auch noch übernehmen auf die anderen Spalten, das heißt wieder Doppelklick drauf und voilà. Wie du sehen kannst, ist es mega einfach anzufertigen. Ich bin auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Tour, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir Sekou 900 in Excel verpasst. Also bis zum nächsten Mal.